so traurig. Ich habe aus Versehen ein Bild von mir und Niall gelöscht auf der Karte hier, weil ich so am Löschen war. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe gerade Reels gedreht. Zwei Reels und ein TikTok habe ich heute schon gedreht. Ich drehe gleich noch ein TikTok, wenn ich es schaffe. Aber willkommen vom Wahnsinn. Also ehrlich gesagt, arbeiten, Haushalt, Frau, Mutter, das ist eine Menge. Deswegen sieht es hier auch so aus. Und ich werde aufhören, mich dafür fertig zu machen. Ganz ehrlich, it is what it is. Ich habe dieses wundervolle Kleid auf Amazon gefunden. Und ich liebe es, Leute. Also es ist so schön. Ich habe da jetzt vorher noch so einen Gürtel dran gemacht, weil es ein Tick zu groß ist. Das ist M. Ich habe es hier nochmal in S hängen. Aber das Problem ist, dass es mir an der Brust... Das ist einfach nicht schön, wenn es so super eng ist an der Brust. Genau. Deswegen mache ich mir lieber einen Gürtel hier drum. Aber es ist richtig schön. Es ist so ein richtig schönes Hemdkleid in so lang und normalerweise tailliert und hat so schöne Taschen hier und so ein richtig schöner Stoff. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so, so schön ist. Ich habe ein paar neue Erkenntnisse, die ich mit euch teilen will in diesem Vlog. Und wir lassen einfach den Rest auf uns zukommen, weil ich möchte keine leeren Versprechungen machen und sagen, ich werde das und das mit euch machen. Ich habe jetzt Reels gedreht. Hier sieht es aus wie ein Haufen. Aber ich muss jetzt noch das Anzeigebild drehen für das Reel, welches ich heute online stellen möchte. Und das werde ich jetzt eben mal machen. Und es wird kein Bild, glaube ich, von mir sein, weil, I don't know. Ich werde, glaube ich, irgendwas auf dem Boden, so ein schönes Flatlay machen. Genau, und deswegen, let go, let's do it. Und ich glaube, wir werden ein tolles Wochenende haben. Wir haben morgen vor zu picknicken und es ist das erste Mal mit Niall. Das wäre sehr, sehr cool. Er schläft gerade seit anderthalb Stunden schon. Ich bin überhaupt, wenn er wach ist, gehe ich mit ihm eine Runde spazieren. Wollte ich so ein bisschen, dass er an die frische Luft kommt. Ich habe mir gerade das hier drauf gemacht. Das ist mega, mega wirklich. Also wer ältere Kinder hat oder Parfum trotzdem drauf macht, das ist so schön glowy auf der Haut. Ich habe es mir nur gerade komplett abgewaschen, weil ich noch nicht so starke Düfte trage. Aber es ist wirklich ein schön parfümiertes Öl mal. Also es riecht auch richtig gut, so der ganze Körper riecht dann richtig schön und es schimmert schön, also ja. Und ich habe das Gefühl, meine Wimpern sind wieder da. Die waren ja eine Zeit lang, ne? Einfach ciao. Mein Sohn hat sie mir geklaut, der hat Wimpern, das ist unglaublich. Klopft auf Holz, mashallah. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass irgendjemand ein Baby was Böses will, aber you never know. Ich habe auch so ein paar Erkenntnisse gehabt die letzten Tage. Ich habe nämlich wirklich super schlecht geschlafen und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und ich habe übertriebene Bauchkrämpfe gehabt gestern, wirklich. Ich hatte so Krämpfe. Ich habe fast geweint, als ich Niall in den Schlaf gewogen habe. Ich war so, was ist passiert, Tara? Was hast du getan, dass es dir so schlecht geht? Und wirklich, Leute, ich habe die letzten Wochen und Monate eigentlich ganz eigentlich mit Anfang meiner Gewichtszunahme in der Schwangerschaft, als ich so ein bisschen fertig gemacht wurde im Internet, habe ich angefangen, so Selbstzweifel, Selbstzweifel. Und dann ging irgendwie alles ineinander über. Ich hatte irgendwie keine Zeit, so richtig zu arbeiten. Ich habe super viel auf Social Media rumgehangen, um mir Inspo zu suchen. Aber ich habe mich in der Zeit eigentlich selbst so richtig gequält, weil ich einfach nur geguckt habe, was andere machen. Und ich saß da und konnte nichts machen. Und das ist einfach normal, wenn man ein Baby kriegt. Und dann habe ich angefangen, mich selbst zu verurteilen dafür und mich schlecht zu machen dafür. Und warum kann ich denn nicht, wenn ich um 20 Uhr meinen Sohn hingelegt habe und dann super viel gearbeitet habe, dann denn noch Reels drehen? Und wieso bin ich dann so kaputt? Und warum kann mein Körper nicht mehr geben? Und gestern saß ich da und dachte mir so, ist das dein Ernst? Du leistest so viel und du gibst so viel und kein einziger Knochen in meinem Körper, keine Zelle ist böse bei mir. Wirklich, ich bin einfach, das kann ich von mir selber sagen, durch und durch ein guter Mensch, der wirklich anderen immer Gutes will. Wer braucht Hilfe? Ich bin da. Egal, ob ich die Person kenne oder nicht. Und ich frage mich, warum ich selber nicht zu mir gnädig bin und vor mir Respekt habe und sowas. Ne? Und all das möchte ich jetzt verändern. Ich finde, man ist immer auf einem guten Weg dahin, wenn man schon eine Erkenntnis hat. Ich freue mich, das jetzt anzugehen und mir geht es auch schon viel besser. Ich konnte sofort einschlafen, als mir das eingefallen ist. Ich kann nicht mehr einschlafen. Ich brauche Ewigkeiten und ich habe schon meine Hebamme gefragt, gibt es irgendwelche Sprays, die ich nehmen kann, irgendwelche Sachen, die ich nehmen kann, damit ich nachts wach sein kann für Niall, aber trotzdem einschlafen kann. Also ich habe mich irre gemacht, wirklich. Ich habe nur geguckt, oh mein Gott, was kann ich tun, was kann ich tun, wie kann ich die Leute catchen, was kann ich für sie tun und so. Aber was kann ich am Ende für mich tun? Und nur wenn ich mit mir selbst zufrieden bin, das habe ich schon ganz oft gelernt in meinem Leben, sind auch andere mit mir zufrieden. Und ja, ich bin gerade mega im TikTok-Game. Ich habe übertriebene Lust auf TikTok. Ich lade jeden Tag eins hoch, falls ihr da nicht aktiv seid. Aber da habe ich irgendwie so meine Ruhe gefunden. Ich habe irgendwie das Gefühl auf Instagram und auch auf YouTube. Auf YouTube habe ich mich schon damit abgefunden, dass ich irgendwie kein Wachstum habe. Und das ist mir auch egal, weil es mir wieder Spaß macht und ich mich damals irre gemacht habe damit. Aber auf Instagram ist es so, man muss Reels machen und man muss raus und man muss, ich kann halt nun mal nicht einfach in die Stadt fahren und die neuen Outfits shooten. Ich muss es halt zu Hause machen und deswegen mache ich zu Hause jetzt mein Bestes daraus. Also ich habe mir jetzt heute vorgenommen, dass ich einfach mein Bestes
mache mit dem, was ich habe und nicht mich dazu zwinge, Dinge zu machen, die mir nicht möglich sind, ja. Es ist nun mal so, dass man als Mama viel weniger Zeit hat für die Dinge. Man muss das irgendwie anders vereinen und alle Blogger, mit denen ich gesprochen habe, Instagram, Blogger, YouTuber, haben zu mir gesagt, Tara, man schafft ohne Hilfe sowieso sehr, sehr wenig auf diesen Social Media Plattformen. Also die allermeisten haben irgendwie eine Betreuung oder haben die Omas viel da oder so irgendwie und ich muss einfach das Beste aus dem rausholen, was ich kann und mich aufhören, ständig mit irgendwem zu vergleichen, weil das ist, was ich auch sehr, sehr viel mache. Ich gucke dann und, oh mein Gott, sie hat das geschafft und wie schaffe ich das auch? Wie kann ich dann auch so schnell? Und ja, man muss einfach, ich muss wieder diese Ruhe in meinem Leben finden und dafür werde ich alles geben, wieder die zu sein, die ich war, weil ich war sehr, sehr glücklich mit mir und ich glaube, es ist sehr, sehr schade, wenn man sich die ganze Zeit so rumhält. Für was? Für wen? Wer auf dieser Welt, welcher Follower auf dieser Welt will mir bitte meine Gesundheit wiedergeben? Das so viel dazu. Also keiner auf dieser Welt, kein Nachbar, kein Follower, kein Verkäufer, kein Freund, niemand auf dieser Welt wird mir mein Glück geben, wenn ich es mir nicht selber geben kann. Also es nervt irgendwann auch, das dauernd zu hören und immer nur darüber zu reden und so. Es ist auch nicht so einfach, wie das alle sagen. Ja, du musst dich selbst lieben, du musst dich selbst lieben. Ist es nicht so einfach und stresst euch nicht. Das, irgendwann kommt so ein Klick und dann sagt ihr euch so, warum habe ich das getan? Ich hatte wirklich so und ich habe immer noch so ein Brennen im Bauch, weil ich war unterwegs und ich war mit meiner Mama im Café Bua und ich habe das vielleicht im letzten Video gesehen und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich muss eigentlich drehen und eigentlich kann ich nicht, wieso, warum? Genieß doch einfach die Zeit, die du hast, weil wir müssen eigentlich aufstehen und denken, was wäre, wenn es mein letzter Tag wäre? Und das versuche ich auch für meinen Sohn zu tun. Jeden Tag wache ich auf und schaue ihn an. Und wenn ich irgendwie genervt bin oder gereizt bin, und das ist man als Mutter auch, das ist auch völlig normal, Ladies, dann denke ich mir so, was wäre, wenn es mein letzter Tag wäre? Habe ich gegeben, Liebe gegeben, Zeit gegeben. Ich lasse ihn auch sehr selten einschlafen, ohne dass ich ihn vorher zum Lachen gebracht habe. Natürlich schreit er mal, ne? Aber ich versuche mein Bestes, ihn zu kitzeln oder irgendwas zu machen, dass er glücklich ist. Und nichts auf dieser Erde kann Glück kaufen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es wird eine Veränderung geben. So wie es ist, wird es nicht mehr sein. Ich werde aufhören, mich zu rechtfertigen und aufhören, Dinge zu tun, mit denen ich unzufrieden bin. Und das habe ich mich auch ganz oft gemacht. Schnell was drehen und obwohl es im Chaos ist hinten und was werden die Leute denken und so. Ich werde das jetzt genauso machen, wie es für mich richtig anfühlt. Ich werde jetzt aber aufhören zu labern, weil ich muss nämlich das Anzeigebild shooten für das heutige Reel. Das werde ich dann auch schneiden. Ich hoffe, mein Mann kommt gleich und kann dann gucken, dass wenn Nael wach ist, dass er direkt zu ihm gehen kann. Ich bin auf jeden Fall entparfümiert, werde mir noch das Kleid ausziehen, dann das Foto schießen und anfangen, das zu schneiden und dann, ja, kann der Abend auch ganz schön ausklingen. Es ist ein guter, produktiver Freitag gewesen. Ich habe heute Morgen übrigens, habe ich mich auch beschwert auf Insta, weil ich war beim Ausländeramt. Wir haben was abholen müssen und Leute, sie hat gesagt, ja, eure Unterlagen sind nicht fertig. Also die Frau, die gesagt hat, dass wir kommen dürfen, die war dann doch nicht da, obwohl sie gesagt hat, dass sie da ist. Wir sind dann hingegangen, wir haben nach ihr gefragt und sie so, nee, die kommt erst am Montag wieder. Und auf den Unterlagen steht auch, dass sie erst am Montag kommen. Wir so, ja, können sie uns die nicht trotzdem geben? Die sind doch fertig hier. Sie so, nee, das möchte ich aber nicht so mäßig, ne? Und ich so, ich habe ein 4 Monate altes Baby, ich kann nicht. Und die Schwester von meinem Mann war da und die hat dann Homeoffice gemacht, die hat dann von uns zu Hause aus gearbeitet und sich gleichzeitig um meinen Sohn gekümmert. Und ich so, ich kann leider nicht nochmal jemanden finden, der am Montag, das ist ja auch wieder ein Arbeitstag, die Ämter machen ja nicht abends auf oder dann, wenn normale Menschen Zeit haben, sondern dann, wenn auch alle anderen arbeiten die auch. Und dann muss man sich ja immer freinehmen für solche Sachen, ne? Und ich so, kann ich nicht, also das schon mal, ich schon mal wenigstens vorunterschreiben oder so irgendwas, damit ich nicht am Montag wieder mitkommen muss, weil ich einfach ein Baby zu Hause und sie so, jetzt tun sie doch nicht so, als würden sie 8 Stunden am Tag arbeiten. Und ich gucke sie so an, ich so, wie bitte? Ich arbeite Vollzeit, ich bin selbstständig, plus ich bin Mutter, das heißt, ich habe nicht eine einzige Sekunde Feierabend. Und sie so, ja, das habe ich nicht so. Ich so, nee, das ist einfach unverschämt und das ist frech und ich bin wirklich sauer geworden. Ich so, ist das ihr Ernst? Sie können nicht so mit mir reden. Und sie sind einfach, ich habe das Gefühl, Ämter sind extra unfreundlich. Ich habe so eine Schulung bekommen, das hat mir sogar eine Followerin geschrieben, um extra unfreundlich zu sein. Und mein Mann meinte schon, als sie zum Schalter gegangen sind, sie so, ja. Und dann hat sie irgendwie was nachgeguckt und er meinte so zu mir, boah, ist die unfreundlich, ne? Und ich so, ja, ich wäre vielleicht auch genervt. Im Amt zu arbeiten ist auch nicht easy, ne? Und er so, naja, den ganzen Tag mit der Kaffeetasse durch die Gegend zu laufen ist nicht easy. Im Schneckentempo zu arbeiten ist nicht easy. Okay.
ich stimme dem voll zu. Also ich kann es auch nicht mehr in Schutz nehmen. Ganz ehrlich, wie die mich angepumpt hat, die hat mir so in die Augen geguckt, Leute. Und sie so, als ob du 8 Stunden am Tag arbeitest. Erstmal duzt du mich nicht. Du duzt mich einfach nicht. Ich kenne dich gar nicht. Warum duzt du mich denn? Und dann hat mir noch eine Followerin geschrieben, das war bestimmt wegen deiner Haut- und Augenfarbe. Nein, Leute, sie war eine von uns. Also sie war eine von meinen Landsleuten. Nämlich die Frau, die mir dann geholfen hat, es war eine Deutsche, die dann hinten aufgestanden ist und gesagt hat, kommen Sie bitte in einer halben Stunde wieder, ich mache das in der Zeit fertig. Es war auch nichts Rassistisches oder so. Ich bin sowieso die letzte, also meine letzte Option ist zu denken, dass jemand rassistisch ist, weil ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das jemand wirklich ernst meint, etwas gegen eine Haut- oder Haarfarbe zu haben. Das ist einfach für mich geistig nicht möglich, dass es Menschen gibt, die wirklich so sind. Das ist einfach, geht doch gar nicht. Also du kannst doch nicht was gegen eine Farbe haben. Naja, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich war wirklich richtig, richtig, richtig sauer, weil sie so zu mir, so, wozu brauchst du denn eine Nanny, wenn du am Montag herkommst? So nach dem Motto, du hast doch sowieso nichts zu tun, ne? No joke, ich war richtig bedient. Ich bin dann weggegangen. Ich so, ist es ihr Ernst und so? Und mein Mann so, lass einfach, Schatz, einfach nur dumm, was sie da gemacht hat. Einfach nur dumm. Naja, so. Jetzt höre ich auf zu labern. Ich habe das Gefühl, er wacht dann bald auf. Hallo? Nicht, dass du heute Nacht nicht schläfst. Hola aus dem Garten. Am wohl dreckigsten Grill der Welt. Also was ist das? Und mein Mann so, ich mach das, ne? Wenn die sagen, ich mach das, Männer, dann machen die es eh nicht. Aber es geht ganz gut. Ich habe jetzt tatsächlich Scheuermilch genommen. Ich mag eigentlich nicht diese super harten, super Chemikalien. Aber was soll ich machen? Das klebt richtig. Der Garten muss echt einmal komplett sauber gemacht werden. Sieht jetzt zwar so schön aus, aber wenn man richtig hinguckt, so sieht man es, glaube ich, nicht so gut. Aber es ist halt einfach doch, hier sieht man es ein bisschen, ist einfach nicht sauber. Ja. Leute, there you go. Alles ist sauber. Und ich bin echt fix und fertig. Wir haben, keine Ahnung, 35 Grad oder so. Und hier ist alles clean. Ich habe die Teppiche gewaschen, die Auflagen. Hier ist so ein bisschen nass. Ich habe die ganzen Fenster von den Spinnennetzen befreit. Ich habe die Poolabdeckung von innen außen sauber gemacht. Ich habe das Wasser neu gefüllt, die Vasen aufgeräumt und sauber gemacht. Das Gartenhaus muss endlich ab, ey. Der Boden trocknet jetzt vor sich hin. Meanwhile, mir sind einfach 3 Nägel in der Zeit abgebrochen. Die 2. Nee, 2 Nägel. Also was ist das bitte für eine Hand? Gott sei Dank gehe ich gleich ins Nagelstudio. Guck mal bitte, wie geschwollen meine Hände sind. Und ja. Jetzt werde ich reingehen. Mein Mann ist mit Neil. Ich glaube, er versucht ihn gerade ins Bett zu bringen. Ich höre nämlich ein Weinen. Hello people. Jetzt mal mit Gesicht. Ich habe den Garten sauber gemacht bei 34 Grad. Ich habe ungelogen 2 Stunden in der Hitze den Garten sauber gemacht. Aber das Ding ist, da ich heute Abend keinen Bock habe, meine freie Zeit, mir bleibt die Stunde oder was, damit zu verbringen, habe ich mir gedacht, dass ich das jetzt dann mache. Und so habe ich heute Abend nichts. Wir sind original fast alle Nägel abgefallen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt ins Nagelstudio gehe. Und wir haben, wie gesagt, das ist super, super heiß. Das ist jetzt gerade diese Hitzewelle. Ja, ich muss aber zu dem Termin, weil der wurde jetzt schon 2-mal verschoben wegen Corona. Ich hatte einmal Corona, sie hatte einmal Corona. Total nervig. Und jetzt ist es endlich realisierbar. Okay, ich brauche ein Wattepad. Das bringt ja nichts mit diesen Q-Tipps. Ich habe genau, ich weiß nicht, so 5 bis 10 Minuten Zeit. Da muss ich auch schon los. Der Termin ist nämlich mitten am Tag um 13 Uhr. Ich wollte mich ein ganz kleines bisschen fertig machen. Selbstverständlich werde ich jetzt keine Foundation auftragen, sagte sie und tat es doch. Nee, ich werde jetzt versuchen, mich zu schminken, ohne mich zu schminken. Natürlich, als allererstes kommt SPF auf mein Gesicht, beziehungsweise ein Vitaminbooster, Vitamin C Booster. Jetzt kommt das Lancôme Serum hier drauf. Das ist dieses neue Dreier-Serum mit Niacinamid und so weiter. Dadurch, dass meine Haut gerade so nicht so schön ist, habe ich gedacht, benutze ich das. Das ist das Re-Nergie Triple Serum. Das sind immer also verschiedene Inhalte drin, 3 Stück. Das hat bei mir sehr gut geholfen, muss ich sagen. Generell, als ich wieder angefangen habe, meine Hautpflegeroutine, weil ich war so müde die Abende und die Morgen, ne? Dass ich einfach aufgehört habe, meine Haut richtig zu pflegen. Ich habe gestern nicht mal meine Zähne geputzt, als ich ins Bett gegangen bin. Ich war so fertig, ich war so, ich kann nicht mehr. Und deswegen habe ich wieder richtig angefangen mit meiner Hautpflegeroutine. Und meine Haut ist instant besser geworden. Jetzt kommt noch ein Dayshade Anti-Aging SPF 50. Habe ich meinen Beautyblender nicht gewaschen? No, habe ich nicht. So, ich habe mir übrigens überlegt, dass wir in diesem Video einen schönen dicken Haul machen, weil ich habe unzählige Kartons hier stehen mit Dingen, die ich neu habe, die ich auf jeden Fall euch zeigen wollte, bevor ich mich entscheide, ob ich sie behalte oder nicht. Und jetzt kommt noch ein Augenserum drauf. So, ich habe jetzt Nails zu mir geholt. Guten Morgen, Sonnenschein. So, jetzt nehme ich noch einen Cream Blush. Ich finde die sehr gut übrigens. Das sind die von Hourglass. Die habe ich jetzt schon Ewigkeiten und die lassen sich wirklich gut auftragen und schön verblenden.
egal ob ihr jetzt schon alles gesettet habt drunter oder nicht. Ich habe als Concealer, ich weiß gar nicht, ob ich das noch aufgenommen habe, weil ich dann neu geholt habe, habe ich diesen sehr, sehr schönen Lancôme Tarte Idol Ultra Wear Concealer genommen. Der passt ganz gut, wenn ich mein ganzes Gesicht damit mache. Also wenn ich jetzt nicht aufhellen will, dafür ist die Farbe nicht die richtige. Das ist übrigens dann, ich glaube, 2.03 ist es. Also eine Nuancehelle wäre, wenn ich Foundations und so auftrage, ganz gut. Genau, dann nehme ich ein bisschen Puder. Das ist das Cover FX Puder. Und gebe mir das nur unter meine Augen, weil da sehe ich sonst gleich aus. Dann machen wir noch nur ein bisschen Contour, was auf dem Schwämmchen übrig ist. Natürlich ein bisschen Bronzer. Dann mache ich noch meine Augenbrauen. Einmal. Ich finde es übrigens ganz gut, das ist das Brow Lift Em Up Glue. Gehe ich einfach nur so ein bisschen rein. Die sind ja gerade, also die wurden vor der Schwangerschaft geliftet. Da muss ich mir vorstellen, wie lange das her ist. Das langt schon. Und ich nehme jetzt meinen normalen All-Night-Setting-Spray. Mein normales, weil ich brauche jetzt kein Extra-Glow, weil es ist zu warm. Also es ist keine normale Temperatur draußen. Das sind 36 Grad jetzt. Und da habe ich schon genug Glow. Piepe, oh, ich bin zum Nägelmachen gegangen und ich bin ohne wieder raus, weil sie nur meine Füße eingetragen haben. Leider, leider, leider. Jetzt muss ich meine Hände heute Abend machen, wenn Nile schläft. Das heißt, ich werde wieder wenig Freizeit haben. Perfekt. Genau das habe ich gebraucht. Nachdem man so eine positive Einstellung hat und sowas, ne, kommt so oft einfach so ein Rückschlag, wo man sich denkt, so, wow, das Universum ist einfach gegen mich. So Kleinigkeiten, und dann, das nimmt man dann irgendwie so persönlich. Kennt ihr das? So persönliche Alltagsangriffe? Also, ja, das ist alles ein Prozess. Man muss alles positiv sehen und das ist verdammt schwer. Zumindest muss ich jetzt nicht kochen. Die Maya erledigt das für mich. Das ist sehr, sehr schön und sehr lieb von ihr. Das heißt, ich komme nach Hause und es gibt dann schon fast Essen. Das heißt, es ist wenigstens etwas. Sehen wir es positiv. Ich genieße jede Sekunde mit diesem Engel. Er hat nach dem vierten Schub wirklich ganz tolle Sachen gelernt. Das Einzige, was so ein bisschen schwer unterzukriegen ist, ist tatsächlich die Arbeit. Ich wollte heute wird es sehr warm. Ich glaube, das werde ich heute lassen. Aber ich frage Maya, ob sie morgen Lust hat, ein bisschen aufs Feld zu gehen und ein paar coole Looks zu shooten. Vielleicht ein Reel und ein Outfit, damit wir so ein bisschen was zum Posten haben. Da schwächeln wir gerade ein bisschen auf Instagram. Ich kann es gar nicht glauben. Übrigens, meine Haare, Leute, liegen auf meiner Hüfte. Die sind so lang geworden. Bla, 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 bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Auch wenn man sich manchmal so besonders positive Dinge in seinem Leben vornimmt, gibt es ganz oft wieder Rückschläge und man muss stark genug sein, da nicht in alte Muster zu verfallen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt einfach an, wie es ist und ich mache das Beste daraus und ja, es ist halt einfach so. Ich konnte gestern früher ins Bett gehen, ich konnte schon um 10 Uhr ins Bett gehen und als er dann um 12:30 zum ersten Mal wach geworden ist, dachte ich so, wo bin ich? Ich habe voll gut geschlafen, diese anderthalb Stunden waren, oder diese zweieinhalb Stunden waren richtig, richtig gut. Genau, wir fahren jetzt nach Hause. Und das Kleid, was ich übrigens anhab, ist von H&M, das ist aus dem letzten Jahr, genau. Da war ich gerade schwanger. Ich bin, also habe gerade die Tests gemacht, also keine zwei Tage oder so. Und habe dann so ein Reel gedreht mit gelben H&M-Kleidern. Ja, das weiß ich noch. Naja, ich fahre jetzt nach Hause und gucke dann, was da so auf mich wartet. Jedenfalls, heute müssen auf jeden Fall meine Nägel gemacht werden. Es sind im Garten nochmal, wie gesagt, zwei abgebrochen. Insgesamt habe ich 4 abgebrochene Nägel von 10. Das ist wirklich eine schlechte Quote. Die werden alle richtig radikal kurz gemacht. Und dann werde ich sie vielleicht in so einem Milchweiß oder sowas ganz dezent machen. Ansonsten hätte ich auch noch Lust auf so ein schönes Sagegrün. Aber das mag ich eher auf so mittellangen Nägeln. Das mag ich nicht so gerne auf ganz kurzen Nägeln. Also wirklich mit ganz kurz, meine ich ganz kurz, weil ich spüre meine Haut. Ich habe, als ich dort war, ja genug Zeit gehabt, um zu schauen. Ich habe nämlich auch noch eine halbe Stunde dort warten müssen. Das heißt, es ist ganz, ganz viel Zeit bei mir verloren gegangen heute. Aber ich habe dort nach einem Kleid mit Zitronen drauf gesucht und ich habe nichts gefunden. Also nichts Schönes und bin ein bisschen traurig. Ich überlege auch, wann wir in den Gartencenter können, weil unser Vorgarten aktuell noch ein paar Büsche braucht. Ich wusste nicht genau, welche wir. Wir hatten wunderschöne Buchsbäume, die leider von dem Zinsler befallen worden sind. Ich würde da auch nicht nochmal Buchsbäume hinsetzen, weil mein Mann ist nicht so der, also ich bin froh, wenn er gießt. Also wir sind ja beide Allergiker und haben deswegen einen Kunstrasen. Ich war erstmal total dagegen, aber wir können uns noch nicht mal auf den Rasen setzen oder geschweige denn den mähen oder so. Das geht gar nicht bei uns. Wir kriegen direkt so Augen und eine zue Nase und so. Und deswegen haben wir uns damals für Kunstrasen entschieden. Ich bin schon froh, dass er wenigstens gießt. Vorne haben wir wunderschöne Hotels.
Hortensien. Die sind so schön, ich zeige sie euch gleich. Und ich glaube, ich werde heute Abend, wenn es ein bisschen kühler ist, oder nee, das ist so schade, weil am Donnerstag fahre ich zu meiner Mama und bleibe dort bis Sonntag. Nächste Woche werde ich mir einen schönen Strauß aus meinem Garten machen. Das habe ich letztes Jahr überhaupt nicht gemacht. Ich weiß nicht warum. Aber man kann ja ab und zu da ein paar Hortensien wegschneiden. Und ich habe ein paar Ballonblumen und ich habe Olivenzweige, also vom Olivenbaum. Und ich glaube, da kann man einen richtig schönen Strauß draus machen. Früher, als ich in Köln gewohnt habe, da bin ich immer zu Goldenring gegangen, also zu dem Blumenladen an der Ecke und habe alle möglichen Pflanzen geholt und habe das dann so zusammengeschleppt. Mein Traumberuf, wirklich in meinem tiefsten Inneren, ist ein Laden, so einen richtig schönen kleinen Laden, bei dem ich mich jedes Mal aufrege, dass er zu klein ist für all meine ganzen Träume und Wünsche, aber so einen kleinen Laden mit so schönen Blumen, die es nicht an jeder Ecke gibt, A, und B, die so ein bisschen, alles so ein bisschen Vintage-Style, so ein bisschen Dorf-Style, wisst ihr, was ich meine? Und da soll auch noch eine Ecke-Deko hinkommen. Das war es wirklich. Mein Mann sagt immer, irgendwann wirst du deinen Blumenladen kriegen. Das ist so mein deepest secret Traum. Das sind sie, diese wunderschönen Hortensien. Die sind so ein bisschen spitz zulaufend. Die sind die Ballonblumen. Hier ist das, was fehlt. Da hinten fehlt auch noch ein bisschen was. Den Olivenbaum wollte ich auch noch kürzen und wegstellen noch. Da unten sind Lilien. Das ist alles ein bisschen chaotisch. 10:30 und ein sehr müdes Gesicht. Jetzt mal den Nägel gemacht. Mein Mann hat Essen gemacht. Ich habe Hunger. Das ist ein Teller für jemand, der auf Kohlenhydrate verzichten will. 10:30. Excuse me. Das ist auf jeden Fall ein bisschen weniger, oder? Ja, wir tauschen jetzt mal. Mein Mann hält viel davon, dass ich aufpassen will. Der sagt es. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gerade Sport gemacht, Leute. Ich habe geschwitzt. Ich habe eine Story gemacht. Vielleicht hat es jemand von euch gesehen. Mir ist der Schweiß überall runtergelaufen. Ich wollte euch noch meinen Körper danach zeigen. Also es sind 4 Monate nach der Geburt. Hier und da ist immer noch mehr, als ich vorher hatte. Was ich noch langsam runter haben will. Seht ihr das? Ich bin keine der typischen Insta-Mamis, die danach wieder aussehen wie aus dem Ei gepellt. Ich gebe mein Bestes und ich wollte noch sagen, es ist halt einfach so, dass man manchmal sich nicht selbst quälen kann, weil der Körper sowieso am Ende macht, was er will. Ich kann jetzt so viel Diät machen und so viel Sport machen, wenn mein Körper festhält, dann hält er eben fest. Und das Wichtige ist, dass man stressfrei die Dinge angeht, weil das habe ich gemerkt. Als es mir dann egal war, habe ich auf einmal so viel Kilos verloren, als ich mich nicht gequält habe. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ich habe hier diesen fetten Ausschnitt, der nervt mich richtig. Von Paula's Choice habe ich was. Das ist so gut, Leute. Das macht ihr irgendwie so 2 Tage drauf. Ist auch sogar nur ein BHA, also ist nicht ganz so aggressiv. Und dann ist der Pickel weg. Und jetzt gehe ich erstmal duschen. Hola! Was geht ab? Happy Mittwoch? Heute ist Mittwoch. Ich habe so viele Pakete, Leute. So viele. Hier stehen welche und ich muss sie endlich mit euch auspacken. Da oben steht ein Karton mit Klamotten. Ich habe nämlich gestern eine Story gefilmt mit Fashion-Sachen. Oh, ich sehe, dass die Batterie kurz vorm Ende ist. Ich lade die mal kurz auf. Ich kann es kaum abwarten, das neue iPhone zu holen, weil meins ist einfach, wenn ich ein Bild bearbeite, wird es glühend heiß. Man kann einfach dann gar nicht mehr damit arbeiten, weil es die Helligkeit komplett runterstellt. Und wie soll ich ein Bild im Dunkeln bearbeiten? iPhone, denkt doch mal nach. Genau, ich habe jetzt gerade ein Reel hochgeladen mit diesem Kleid. Ich habe euch das ja schon gezeigt. Das ist das Kleid von Amazon. Und wir haben einige Bestellungen gemacht. Ich habe jetzt meinen Hintergrund relativ clean für euch gehalten, damit das Ganze nicht zu viel ist. Wir werden jetzt erstmal Paket für Paket aufmachen. Ich werde beziehungsweise entscheiden, was wichtig ist, es euch zu zeigen. Ich glaube, ich werde auch nicht mehr einfach alles zeigen. Ich glaube, dieses immer alles zeigen und immer alles unboxen ist einfach auch super anstrengend für euch, wenn ihr so viel Input habt, dass ihr nicht mehr wisst, was ist eigentlich überhaupt gut davon und was nicht. Was habe ich mir bestellt? Was haben mir die Firmen zugeschickt? Natürlich, natürlich zeige ich euch Jo Malone. Liebe Tara, das ist was Neues. Liebe Tara, nie wieder trockene Hände oder rissige Lippen mit dem Jo Malone London Vitamin E Hand Treatment Lip Conditioner. Die Verpackungen von Jo Malone sind immer ein Traum. Wirklich immer. Let's unwrap. Die Umverpackung, die sieht schon mal sehr hochwertig aus. Dann haben wir hier ein Duo Lippen und Hände. Und tatsächlich habe ich heute besonders trockene Hände. Also wirklich besonders. Ich habe mir vorhin was geswatcht und habe das abgemacht und dachte mir so, what? Warum ist das so trocken? Wir haben hier das Vitamin E Handcreme. Mein Problem ist, dass ich mit Handcreme nicht so gerne meinen Sohn anfasse. Ich will nicht, dass es ihn stört. Oh, der Geruch ist sehr leicht. Die meisten Handcremes, die ich habe, sind einfach zu stark parfümiert. Das kann man jetzt natürlich nicht von Jo Malone erwarten, dass es nicht der Fall ist, aber... Oh, das riecht nach Urlaub. Oh, das riecht nach Sommer und Sonne und ein kleines bisschen verbrannte Haut. Oh mein Gott.
Ich bin kein Handcremetyp. Ihr seht schon, ich creme so ein, weil ich hasse es, meine Handinnenflächen einzucremen. Wow, überhaupt nicht klebrig. Ich hasse auch dieses klebrige. Oh. Ich glaube, wir haben einen neuen Favoriten gefunden. Und ein Lippenöl, das werde ich jetzt noch testen. Ich habe jetzt was drauf. Ja, es ist so ein bisschen, das kommt ein bisschen raus wie so ein Lipbalm. Das werden wir mal die Tage uns anschauen. So, Schleifenband lassen wir natürlich. Ich habe jetzt Schleifenbänder bestellt. Das könnte man gut für einen Strohhut benutzen. Ich habe auch einen Strohhut bestellt. Ich hoffe, er ist schön. Bisschen zu kurz, sonst würde ich das richtig schön finden. Das ist richtig süß, aber wie gesagt, das wäre schöner, wenn es länger ist. Deswegen benutze ich das für Geschenke. Ihr wisst nicht, mit wie vielen Unterbrechungen ich arbeite. Es sieht wahrscheinlich alles gleich aus dann. Aber ich bin gerade gerannt, weil nein, wach geworden ist. Lustigerweise habe ich auch noch bei Shein eine Bestellung gemacht. Ja, ich habe schon mal eine gemacht. Letzten Sommer, ungefähr um diese Zeit, da sind wir nach Ibiza geflogen und ich brauchte neue Bikinis schwanger. Ich habe da so ein paar Sachen bestellt und ungelogen. Die Teile waren so klein. Egal, was ich bestellt habe, es ist alles, war nicht passend. Und das Blöde ist, finde ich, auch so ein bisschen mit dem Zurückschicken nicht so toll, ne? Weil Preise sind schon so günstig gemacht. Ich habe die halt alle verschenkt an die Freundinnen von meiner Schwester. Ich habe hier ein paar Sachen von NARS. Ich habe super viele schon, also vor allem Blush und Bronzer. Und das Duo habe ich auch, deswegen werde ich die zur Seite legen zum Verlosen auf Instagram. Wenn ihr mir da nicht folgt, dann blende ich euch hier nochmal meinen Instagram-Namen ein. Könnt ihr mir sehr, sehr gerne ändern. Oh, das wird sich auch bald ändern mit dem Namen. Ich werde meinen echten Vor- und Nachnamen nehmen und freue mich da sehr drauf. Auf jeden Fall sind hier noch ein paar Produkte drin, die ich testen kann und ein paar Produkte, die für euch sind. Ich habe schon mal was vorgemalt. Meine Schwester will das Ganze visualisieren. So, vielleicht kann man das so ein bisschen sehen. Das wird ein Logo. Ich freue mich. Oh, endlich! Ich habe die ganze Zeit meinen Locher gesucht für Leder. Und dadurch, dass ich viele Gürtel habe, die mir nicht passen, ja, will ich nicht mit dem Schild der Schere so ein Loch reinmachen. Und ich habe noch eine richtig coole Idee, was ich machen kann mit so Kosmetiktaschen von High-End-Brands. Und deswegen habe ich mir das hier bestellt. Werde ich für TikTok was Cooles filmen. Aber ich habe zum Beispiel jetzt diesen Gürtel hier gerade. Und ich habe den jetzt mit einem Haargummi für ein Reel hinten an meinem Rückengürtel so festgebunden. Ja, das ist natürlich doof, wenn er mir nicht richtig passt. Wollte erstmal kein so noch machen. Aber meine Taille wird sich nicht mehr so viel verändern. Also, hier ist ein Maßband mit drin. Das war alles gar nicht mit abgebildet, glaube ich. Ein Hammer mit sogar so einem Gummiding, weil man dann diese kleinen Ösen mit reinmachen kann. Oh, man kann sogar Knöpfe machen. Naja, auf jeden Fall, das ist einmal das und ich bin begeistert schon mal von dem Set. Ich hoffe, dass das auch gut ist. Fühlt sich auch sehr schwer an. Noch mehr Amazon. Ich möchte gerne mehr lesen, auch wenn es nur ab und zu mal ein bisschen ist. Aber ich habe ein Buch entdeckt. Es war ein Spiegel-Bestseller. Das ist einmal 101 Essays, die dein Leben verändern werden. Und das ist das Buch. Und ich hoffe sehr, dass mich das verändert. Dass mir das weiter zu meiner Entwicklung irgendwie hilft. Und wer lernt, anders zu denken, kann sein Leben neu erfinden. Du weißt, mit deinem Leben nicht so recht etwas anzufangen. Dich lassen Ängste und Zweifel nicht los. Es fällt dir schwer, Entscheidungen zu treffen und so weiter und so fort. Elegant verbindet Wies in ihrem Text Erkenntnisse aus der Glücksforschung mit einfachen Hinweisen. Klingt vielversprechend und ja, das werde ich auf jeden Fall auch mit zu meinen Eltern nehmen, damit ich mich einfach auf den Balkon setzen kann und dieses Buch lesen kann mit einem Kaffee. Einfach abends nach Feierabend, wenn ich den Kleinen hingelegt habe oder wenn meine Mama oder Schwester oder so sich mit ihm beschäftigen. Wenn ich mit ihm bin, deswegen sage ich das auch so oft, dann möchte ich natürlich die schönste Zeit mit ihm zusammen haben. Er ist gerade wach geworden. Ich habe meinem Mann vorher gesagt, ey, ich drehe jetzt, kannst du bitte gucken? Und er ist hier in dem anderen Büro gewesen. Und er ist natürlich direkt hingegangen, als er wach geworden ist. Und ich musste die Kamera ausmachen und musste hingehen, weil ich liebe es, mit ihm Zeit zu verbringen. Und ich musste wenigstens guten Morgen sagen. Aber ich muss ja auch arbeiten. Das ist leider so ein bisschen tricky. Ah, meine ganzen Schleifenbänder sind angekommen. Die sind teilweise für Geschenke und teilweise so als Gürtel gedacht. Das ist mir zum Beispiel jetzt, glaube ich, etwas zu dünn. Aber ich habe immer gerne, wobei, man kann es testen. Ich habe immer gerne sowas zu Hause, einfach um zu schauen, dass wenn ich Geschenke da habe, dass ich sie schön einpacken kann. Und ich verschenke auch sehr viel einfach, was ich hier zu Hause habe. Heute Abend sehe ich zum Beispiel zwei Freundinnen und denen werde ich jeweils eine Box machen. Und da kann ich dann einfach ein Schleifenband drum machen. Das macht es so ein bisschen persönlicher. Und das finde ich auch sehr schön. Das ist so ein Jute-Band. Wir können mal gucken. Ja, nur so zur Vorstellung. Ich mag das gerne, wenn es an der Taille enger ist. Ich weiß nicht, meine Mama hat im Jugendalter immer zu mir gesagt, muss ja immer alles eng sein. Aber ich mochte es einfach gerne, wenn es an der Taille eng war. Und ich habe ganz oft das Problem, dass mir Gürtel einfach nicht gefallen oder ich einfach keine
Gürtel habe, die dann zu dem bestimmten Outfit passen. Und ich jetzt gesehen habe, dass man auch Schleifenbänder perfekt kombinieren kann. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, ein bisschen jetzt dünn für dieses Kleid, weil das einfach einen breiten hier Dings hat. Muss man mal gucken. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es noch eine Option. Was man noch machen kann, ist breitere Bänder nehmen. Ich habe jetzt hier noch schwarz. Das fand ich sehr praktisch. Einmal für Geschenke. Hier so dünnere Bänder. Finde ich elegant für Erwachsene zum Verschenken. Und dann haben wir nochmal das hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das rutschfest ist oder ob man das benutzen kann. Weil das Problem ist, so richtig schöne Baumwollbänder habe ich wenig gesehen. Beziehungsweise gar nicht, sonst hätte ich irgendwas davon gekauft. Und ich habe dann auf Etsy was bestellt. Wenn es da ist, dann zeige ich euch das. War auch als Gürtelband praktisch beschrieben. Ich schneide die natürlich auch schräg an, wie bei Geschenken. Aber es ist süß. Ich sehe aus wie ein Jean Melon-Päckchen. Auf jeden Fall kann ich was damit anfangen. Und ich glaube, teilweise lasse ich sie in meinem Ankleidezimmer und teilweise werde ich sie in den Abstellraum legen, damit ich einfach beides machen kann, wenn ich Lust drauf habe. Diese Länge war schon mal gut. Ich werde die jetzt mal dann zur Seite legen. Und dann habe ich aber noch tatsächlich für Geschenke Bänder geholt, weil ich glaube, ich habe es euch sogar erzählt, dass ich Geschenke eingepackt habe und die sind leer gegangen. Das sind so Organza-Bänder in rosa und lila und beige, blau. Finde ich auch sehr schön, dieses grau-blau. Sehr frühlingshaft. So richtig schöner Mix, den man definitiv auch die ganze Zeit benutzen kann, für egal wen. Dann haben wir Nadine Merabi. Die Kleidungsstücke werde ich euch getragen zeigen. Mal schauen, wann ich das genau alles hinkriege. Weil heute Abend bin ich ja nicht da. Das heißt, ich kann nicht wieder über Nacht filmen. Aber vielleicht schaffe ich es noch über den Tag irgendwie. Mal gucken, was hier drin ist. Okay, wir haben hier die neueste Kollektion. Das ist ein wunderschöner, sehr extra. Ich habe das gar nicht gesehen, dass da Steine drauf sind. Ein Blazer. Der sieht wirklich, also es ist wirklich mal extra. Also ich würde das, na, ich trage sowas sowieso egal wohin. Deswegen, ja, das hängen wir jetzt auf jeden Fall mal auf. Und ich glaube, dass ein Rock dabei ist. Nee, das ist so, das ist nice. Das ist sogar eine Hose. Ah, nicey. Das ist schon sehr schön. Das schimmert nämlich so ein bisschen. Sieht aus, als wäre es voller Glitzer. Nadine Merabi. Ich habe das Gefühl, ich muss den Knopf weiter nach da nähen lassen. Weil wenn ich ihn so lasse, dann muss ich was drunter erziehen. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, weil das ganze Outfit so ein schönes Outfit ist, wirklich, dass ich eigentlich keine Lust habe, was drunter zu ziehen. Ich werde es jetzt mal kurz machen. Mit einfach einen nudfarbenen Body, glaube ich, dazu sehen. Aber es ist so, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es ist, als hätte ich diese Kira Kira App angemacht und es sieht nicht so bling bling aus, finde ich, wie in der Kamera, sondern es sieht aus von Weitem vor allem, als würde ich in Glitzer schweben. Sieht so schön aus einfach. Und ich habe am Montag ein Event, auf das ich mich auch sehr, sehr freue. Und ich habe das Gefühl, ich könnte mein Outfit haben. Für mich so ein bisschen Valentino-Vibes. Ja, mal gucken, wie man das stylen kann. Aber so ist es richtig schön. Dann ist da noch ein Kleid drin. Girls, das könnte sehr Tara-mäßig sein. Da ist sogar, glaube ich, ein Gürtel mit dabei. Man spürt, dass da Stränge drin sind, die so ein bisschen Corsage-ähnlich dann das Kleid hochheben. Ja, was ganz praktisch ist, dass es halt nicht runterrutscht, gerade bei so Off-Shoulder-Geschichten. Und hier ist ein, ist der hübsch. Den kann ich auf jeden Fall zu vielen Kleidern kombinieren. Aus, was ist das? Ein Stoff auf jeden Fall. Ein bisschen aus wie Leinen. Das ist der passende Gürtel dazu. Ein traumhaftes Kleid. Sitzt wie angegossen. Sehr, sehr extra und sehr hochwertig. Der Stoff ist sehr schön. Und ich mag die Federn hier oben. Und so ein schöner Vibe. I love it. Ich habe hier einmal einen Cardigan. Den finde ich sehr, sehr schön. Der ist von Sassy Classy. Ich habe jetzt aktuell einen Code. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch gültig ist. Wenn ja, dann verlinke ich ihn euch in die Infobox. Und ich habe noch von gestern Bilder und Videos, wie ich das getragen kombiniert habe. Das kann ich euch mal gerne hier einfügen, ohne Ton, weil es für die Story war. Also es ist richtig schön hier mit diesem Pop of Colors. Und ich habe dazu eine pinke Celine kombiniert. Mit so eine schöne pinke Tasche oder eine orange, eine schöne knallige. Finde ich sehr schön damit, wenn das Outfit komplett so chillig ist. Dann diese Hemden, Leute. Ich weiß nicht, warum jeder diese Musselin-Hemden von Sassy Classy hat. Die haben die perfekte Passform einfach. Die sind so schön in ihrer Länge und in ihrem Sitz, in ihrem Fit. Ja, richtig angenehm sitzen die auf der Haut. Also ich hatte es jetzt heute Morgen die ganze Zeit an, obwohl es sehr warm war. Und es war sehr angenehm. Dann habe ich noch diesen richtig, richtig schönen Rock. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich hier M habe, glaube ich, oder? Weil der bisschen minimal zu groß ist. Aber ich glaube, man kann ihn einmal umnähen. Das merkt man ja bei so Plissé-Rücken sowieso nicht so richtig. Vielleicht gucke ich mal, dass ich ihn zum Schneider bringe. Dann kann er ihn hier einmal aufmachen. Weil er ist richtig schön. Dieses wunderschöne Grey, taub, beige, richtig
süß. Dann haben wir dieses Oberteil. Das ist auch ganz viel in der Story geschrieben, dass sie es richtig schön finden. Ich habe das so ein bisschen off-shoulder getragen, mit einer Leinenhose kombiniert, so ein bisschen skandinavischen Flair. Das ist sehr, sehr schön. Und dadurch, dass es so löchrig ist, ist es perfekt für Sommer und auch für den Herbst. Dann habe ich auch noch dieses Musselinhemd einmal in grün. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so extrem gefällt. Das ist so ein richtig schönes, knalliges Grün. Ich habe das getragen mit einer weiten, weiten Jeans und einfach schwarzen Stilettos. Und es war sehr, sehr hübsch. Und dann haben wir diese wunderschöne Hose. Die ist aus Viskose, aber es fühlt sich an, als wäre es Seide. Also, die habe ich jetzt in der Story nicht gezeigt, aber die ist auch in meiner Bestellung mit da drin. Und ich blende euch mal ein Foto ein, wie ich es kombiniert habe. Wirklich wunder, wunderschön. Sehr, sehr eleganten Stil so. Und dann habe ich noch eine Lederhose. Und die beiden. Auch sehr, sehr schön. Habe ich einfach umgekrempelt. Hat auch Taschen an den Seiten und so ein Gummibund oben. Wir haben eine Mango-Bestellung. Ich habe schon super lange nicht mehr bei Mango bestellt. Ich habe auf jeden Fall einen schwarzen Blazer, der so ein bisschen als Blazer-Kleid fungiert. Die sind sogar mit Bügeln. Das heißt, ich kann sie einfach hinten dran hängen. Ach, sieht richtig schön aus. Ich glaube, dass das cool ist. Ich wollte einen sehr lässigen Kleid, so ein Kleidblazer-mäßiges Outfit haben. Und das hier ist auf jeden Fall super chillig. Ich habe es jetzt in L, weil ich auch will, dass es lang genug ist. Ich meine, ich werde sowieso eine Radlershorts runterziehen. Aber trotzdem, ich wollte es sehr, sehr entspannt haben. Hier könnt ihr das vielleicht nochmal so ein bisschen sehen. Ich meine, es war auf Sale. Hier sind diese wunderschönen Knöpfe, gold umrandet mit diesem schwarzen in der Mitte. Sehr, sehr schön. Es hat angefangen zu regnen. So schön. Also ich habe jetzt hier einmal dieses Blazerkleid und es war vorne viel zu weit auf. Deswegen habe ich jetzt mal provisorisch diese Chanel-Brosche reingemacht. Und ich finde es eigentlich sehr schön. Ich mag auch, dass es Schulterpolster hat. Ich habe es jetzt hinten noch nicht ganz zugekriegt, aber man kann es auf jeden Fall komplett zu machen. Ich werde definitiv eine Radlerhose drunter ziehen, für den Fall, dass ich mich bücken muss. Ich finde die Ärmel perfekt. Ich finde, es ist wirklich ein traumhaft schön sitzendes Kleid. Also auch gut, dass ich das so groß genommen habe, weil ich glaube, es ist sehr tailliert geschnitten. Ja, das ist auch sehr, sehr hübsch. Ich finde auch den Stoff sehr hochwertig und ich habe das jetzt so ein bisschen chanelig. Ich habe sogar eine Saint Laurent Brosche, die könnte man auch dran machen oder halt zum Beispiel einfach einen schwarzen Knopf. Ich habe ja jetzt so eine Maschine, womit ich das machen kann. Ganz theoretisch wäre es ziemlich weit offen. Leute, ich bin jetzt schon ausgezogen, aber hier ist sogar noch ein Knopf. Das heißt, man könnte sich noch einen Knopf dazu nähen. Tada! Ein Kleid fühlt sich so ein bisschen an wie Leinen, aber ist es nicht. Sieht auch, glaube ich, sehr elegant aus. Hier an der Seite kann man das Kleid zumachen. Beziehungsweise es ist so zu, in diesem Kringel da. Und es ist auf jeden Fall ein Wickelkleid. Also kann selber so ein bisschen bestimmen, wie man das haben will. Und es ist richtig schön lang. Oh mein Gott. Ich glaube, das werde ich lieben und daran leben. Hat auch so einen schönen Loose Fit oben am Dekolleté. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und ich glaube, das ist so ein Kleid, das so schön streckt. Ja, das hier, glaube ich, kann ich auch richtig, richtig schön mit Weiß kombinieren oder so Cremefarben. Ich mag Orange nicht so super gerne mit Schwarz. Ich weiß nicht warum. Ich bin nicht so der Typ dafür. Warum dieses Kleid im Sale ist, habe ich nicht verstanden. Es ist so schön. Das ist ein Wickelkleid. Das kann man hier einmal aufmachen und innen nochmal aufmachen. Die Ärmel haben wieder eine perfekte Länge. Das ist absolut sommerlich. Man kann das hier mit Schlitz. Mein Gott, warum habe ich wieder diesen blauen Fleck her? Tragen. Es ist einfach so schön. Es hat einen wunderschönen Kragen, der so zur Seite fällt. Auch wieder mal ein Traum. Und es sitzt so chillig. Also ich wünschte, das hätte so aus so festem Garn noch so Stickereien an den Ärmeln, die so hoch geht. Das wünschte ich noch. Und ich wünschte, es würde einen Tick mehr zugehen. Aber ansonsten, ich liebe dieses Kleid. Dann haben wir noch dieses Kleid hier. Wunderschöne, zarte, rosane Töne. Ich glaube, das ist auch so ein Kleid, was ich gerne oft tragen werde. Ich bin mir nicht sicher bei dem Stoff. Das ist immer so ein bisschen Ding. Aber es sieht richtig schön aus. Hat so ein bisschen dieses Florale, gefällt mir sehr, sehr gut. Dieses Zusammenspiel von Orange und Rosa mit so ein bisschen Creme und Braun vor allem als Hauptfarbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann ich mir sehr gut vorstellen mit ganz vielen braunen Accessoires und braunen Schuhen, brauner Tasche. Oh, hi. Das ist Sommer für mich. Sehr, sehr schön. Hier ist es einmal so ohne enger Taille, wie besprochen. Ich mag das ganz gerne. Könnte sogar eins meiner Bänder nehmen. Sehr schön. Ich würde es nicht ganz so eng machen, glaube ich. Und dann mit so einem Gürtel. Den muss ich noch enger machen mit dem Locher. Aber ich glaube, so wäre das perfekt. Ja, das ist auch ein Kleid, welches ich mag. Ich mag auch die Länge sehr. Das ist so eine Knöchellänge. Und es hat so schöne Sommer-Vibes einfach. Könnte perfekt sein. Dann ein Teil, bei dem ich mir sehr unschlüssig bin. Den Bildern zufolge
weil es einfach unten nicht schön aussieht auf den Fotos, aber es sieht oben einfach so schön aus. Ja, ja, mal gucken, ob ich das mag oder nicht. Auf jeden Fall ist es so komplett gerafft. Seht ihr das? An den Armen, es ist am Rücken gerafft. Ich finde es so, so schön. Aber ich finde es ein bisschen verwirrend, dass es unten so weit ist, weil es mir dann so ein bisschen mehr zu barockmäßig aussieht. Ich hätte es schön gefunden, wenn es eng unten wäre. Aber das gucken wir uns auf jeden Fall an. So, ich mache jetzt mal kurz das Licht an, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt. Das ist jetzt eins der Kleider. Was ist das? Es betont auch extrem meinen Bauch. Also schwanger finde ich, glaube ich, wäre es richtig süß. Aber so gefällt es mir nicht. Also ich mag dieses, was da unten passiert, nicht. Entschuldigt bitte, wie es da hinten gerade aussieht. Ich gehe mal einen Schritt vor. Ich mag auch nicht, wie es meine Brust betont. Es sieht aus, als wäre diese Brust größer als diese. Seht ihr das? Ganz komisch. Ich weiß nicht, ob ich kurz ein Foto damit schießen soll, weil ich es sowieso schon anhabe. Maya steht nämlich hier. Und wartet darauf, dass wir ein Bild machen können. Aber dieses Kleid geht zurück. Dann noch ein letztes Teil von Mango. Was bei Mango auch cool ist, ist, dass ein Retour-Label mit dabei ist. Nicht wie bei Zara, das muss man erstmal anfordern und bla. Das hier ist auch ein traumhaftes Kleid. Oh mein Gott, ich liebe das. Es ist so schön. Ich glaube, dass es jetzt aktuell ein bisschen zu warm ist für dieses Kleid. Ich finde es wunderschön, wenn es so ein Neckholder gewesen wäre noch. Aber für die normalen Sommerabende, wunderschön. Auch schön, dass es hier so einen integrierten Gürtel mit hat. Schade, dass man den nicht abmachen kann, sonst hätte ich ihn viele andere Kleider noch benutzen können. Einfach wegen dieser Hauptfarbe schwarz. Aber ich glaube, das ist ein wunderschönes Kleid. Das ist Viskose. Es fühlt sich aber wirklich schön an. Und hat so ein bisschen diese Hemdoptik mit den Knöpfen. Es ist komplett zum Knöpfen von oben bis unten. Oh, ich glaube, das wird ein Liebling von mir werden. Ich glaube, es ist in der Art sowas wie das hier. Aber ich finde das vom Material noch schöner sogar. Oh, das Kleid von Mango hat für mich irgendwelche Kate Middleton-Vibes. So prinzessinnenmäßig. Oh, hier ist ein elastisches Band hinten drin. Das heißt, dass man das so schön variieren kann. Auch dieses Kleid ist ein absoluter Traum. Ich habe wirklich die Kleider meiner Träume gefunden. Also guck mal bitte, wie hübsch das ist. Das ist nicht so wunderschön elegant und so. Ein Traum. Ich liebe es. Ich habe bei Zara ein paar Teile bestellt. Ich habe noch eine Hose bestellt, so eine Leggings und einen Blazer, genau wie den hier, in grün. Das ist so ein Lederblazer für die coolen Tage. Man kann damit auch so ein schönes Blümchenkleid kombinieren, wisst ihr, oder so schöne Heels, so dass es so ein bisschen dieses Girly-Girly runternimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diesen Fit hier mag an den Seiten. Ich glaube, ich muss das entscheiden, wenn ich euch das angezogen zeige. Aber so alles in allem eigentlich ein schönes Teil, nur das hier ist ein bisschen komisch, oder? Und dann habe ich noch ein Kleid, bei dem ich eigentlich zu 90% weiß, dass ich es zurückschicken werde. Ich weiß nicht, warum ich das bestellt habe, wie ich da drauf kam. Oder vielleicht ist es doch cool, wenn man es trägt. Sowas meine ich. So ein richtig, richtiges Mädchenkleid und sowas Cooles obendrauf. Sowas Geriffeltes, Geraffeltes ist ja auch meistens eher so figurbetonend. Und meine Boobies sind aktuell groß. Dann haben wir noch Teile von Massimo Dutti. Und da bestelle ich auch seltener, aber ich mag die Teile sehr gerne. Also ich müsste öfter eigentlich in die App reingucken. Und ich habe wirklich, wirklich schöne Sachen gefunden. Drei Teile all in. Mal gucken, ob das hier schön ist. Ich glaube, das ist auch ein sehr elegantes Teil. Das könnte man, glaube ich, auch sehr, sehr schön kombinieren. Kein Gürtel. Man könnte dazu einfach einen Taliengürtel anziehen. Sieht einfach sehr elegant aus. Hat so schwarz mit so einem Braunton, weiß. Eigentlich alles Klassiker, die man relativ gut kombinieren kann. Und ich glaube, dass ich auch dieses Kleid nehmen werde. Oh no, ich bin schockverliebt in dieses Kleid. Es ist ein Traum, Leute. Es fällt so schön und so hochwertig. Es ist so ein richtiges Chanel-Kleid. Oh, das Saint Laurent. Das ist so Saint Laurent in Marrakesch. Richtig, richtig schön. Ich liebe es. Ich mag auch diese ganzen Cutouts an den ganzen Seiten. Ich finde den Ausschnitt schön. Es ist einfach so hochwertig. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das mit einem Gürtel hier enger mache. Aber auch so getragen. Wunderschön, auch im Sommer, einfach mit Sandalen, mit so braunen Sandalen, so ein Teint. Das liebe ich. Also wenn es das noch gibt und ihr das verpasst, dann seid ihr selbst schuld. Spaß, aber wer nach sowas sucht, ich mag es, ich liebe es. Ich werde sowieso eine riesen Ausmistungsgeschichte machen. Ich habe jetzt meine Parfums ausgemistet und meine Schuhe ausgemistet hier oben. Ich muss noch Schuhe unten ausmisten. Und da sind schon zwei riesige Tüten rausgekommen dabei. Ich werde das auch bei Kleidungsstücken machen. Ich weiß nicht, was ich damit genau machen soll. Ob ich sie verkaufen soll oder ob ich sie spenden soll oder ob ich sie verkaufen und das Geld spenden soll oder ob ich sie verschenken soll. Ich weiß es einfach nicht. Es sind auch ein paar sehr hochwertige Teile dabei, die ich
aber nicht mehr trage und ich würde die schon gerne verkaufen. Das ist ein super schönes Hemd. Ist das zum weiter aufknöpfen? Ja, es hat so eine versteckte Knopfleiste, die finde ich auch sehr schön. Und es ist so ein bisschen transparent. Das ist auch so ein Teil, das man cool zu einer Lederleggings tragen kann. Und dann ist man fertig, schwarze Sonnenbrille und dann geht man als Gangster durch. Das ist definitiv etwas, was ich jedem empfehle, in seinem Schrank zu haben, weil es ist so schön. Ich mache mal das Schild ab. Ich habe auch noch für das nächste Video so ein paar Teile von Lily Silk. Das ist ja diese sehr, sehr schöne Seidenmarke, würde ich sagen, mit sehr schönen Seidenteilen. Das sind so Teile, wie dieses Oberteil zum Beispiel, die sind essentiell für so ein schönes, chilliges Outfit. Ich habe jetzt einfach eine Lederhose dazu kombiniert, also so eine Lederleggings. Und dieses Oberteil geht mir bis unter den Po, also richtig schön bis hier runter. Diese versteckte Knopfleiste ist ein Traum. Die Ärmel sitzen in einer wirklich sehr schönen Länge. Also sie gehen mir bis zu meinen Knöcheln, was ich sehr schön finde, dass wenn ich den Arm ausstrecke, dass die Armlänge nicht so nach vorne rutscht. Sehr, sehr schön. Es ist super chillig und sieht einfach sehr hochwertig aus. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich jetzt mit den Mädels zum Beispiel was trinken gehen würde, dann würde ich zum Beispiel noch diesen Gürtel an meine Taille setzen. Dann würde ich noch eine Sonnenbrille tragen, eine schwarze Tasche. Also ein sehr entspanntes, trotzdem sehr hochwertiges Outfit. Oder? Was sagt ihr? Und dann habe ich mir noch einen Teil bestellt. Ich glaube, dass ich das zurückschicken werde. Das ist jetzt einmal dieser Pulli. Oh, das fühlt sich aber schon relativ schön an. Mal gucken, wie sich das auf der Haut anfühlt. Auf jeden Fall hat es hinten so eine schöne Schleife, die man zubinden kann. Und ich dachte mir so, als Kleid mit so schwarzen Boots im Herbst könnte das cool aussehen. Das ist von Massimo Dutti das Kleid und es hat hinten diese Aussparung mit der Schleife. Und ich dachte erst so, nee, ganz ehrlich, brauche ich jetzt nicht für die Jahreszeit. Ich finde es aber zu schön. Es ist dieses wundervolle Grün, wollte ich sagen, Grey. Diese wunderschönen Puffärmel. Das Problem ist, es piekst. It's peaksening, aber ich finde es sehr, sehr schön und ich werde sowieso im Winter, ziehe ich immer meine Kaschmir-Oberteile drunter. Deswegen, und ich finde, es ist extrem schön. Plus mein Mann kam gerade rein und meinte, wow, das ist richtig schön. Wenn man mit schwarzen Overalls, würde ich das, glaube ich, anziehen. Oder schwarzen Boots. Die Farbe, die ist richtig, richtig schön. Und wie gesagt, ich habe auch noch eine Schienenbestellung gemacht. Ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich einen Zweiteiler an meiner Freundin gesehen und ich habe ihn dann halt direkt bestellt, weil er wirklich so schön aussah an ihr. Ich habe allerdings M bestellt. Das könnte knapp werden. Aber ich habe es ausgemessen extra. Ah ja, das war so ein T-Shirt-Kleid. Das fühlt sich so ein bisschen plastisch an. Nee, das mag ich auf jeden Fall überhaupt gar nicht. So eine waffelmäßige Optik. Ich glaube, es ist ein bisschen zu hell, um das zu sehen. Doch so. Aber es fühlt sich wirklich so Billo an. No. Das weiß ich auf den ersten Blick, dass ich das überhaupt nicht mögen werde. Und ich schicke wirklich gnadenlos alles zurück, was ich nicht mag. Ich kenne auch viele, die ja so ein bisschen zu faul sind dafür. Aber Leute, do it. Weil sonst liegen die Sachen bei euch. Das ist einfach zu schade. Ja, das ist der Zweiteiler. Jetzt einmal die Hose. Nee, das wird auf jeden Fall passen. Und sie ist richtig, richtig schön weit. Ich mochte das. Ich habe diese Hose an ihr gesehen und ich war so, oh wow, oh mein Gott. Und sie hat noch dieses Wickeloberteil dazu angezogen. Das ist eigentlich nur so ein Neckholder mit, und das macht man hinten am Rücken so zu. Das muss ich mal gucken, ob mir das gefällt oder ob ich es der Hose wegen geholt habe. Das ist der Zweiteiler, von dem ich gesprochen habe, deswegen ich überhaupt diese ganze Bestellung getätigt habe. Und diese Hose ist ein absoluter Traum. Ich wünschte, ganz viele würden so eine Hose machen. Die ist richtig weit. Ich wünschte mir tatsächlich, ich hätte L genommen. M ist vielleicht auf lange Sicht ein bisschen besser. Hinten, wie gesagt, ist es komplett frei. Das kann man sich einmal hier so festbinden. Das ist der Stil. Ich finde es sehr, sehr schön. Und es lockt natürlich dazu, dann mehrere Farben zu holen. Ich habe natürlich dann das gleiche nochmal in Beige bestellt, weil diese Hose war wirklich einfach ein Traum. Oh no, sie ist transparent. Oh, mal gucken, wie transparent sie ist. Aber ich finde schon, dass man da durchsieht. Denn habe ich mir noch so Hausklamotten gekauft. Das fühlt sich auch echt billig an. Da ist noch so eine Radler-Short-mäßige mit dabei. Ist auch sehr, sehr transparent. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Da sieht man das Etikett komplett durch. Das wäre super praktisch. Was ist denn das für ein Stoff? Das fühlt sich so ein bisschen an wie diese Trikotstoffe. Nee, das kann ich nicht machen. Obwohl das echt ein schöner Zweiteiler ist. Leider, leider. Das Teil bindet man eigentlich hinten zu, glaube ich. Und ich habe das jetzt einfach hier vorne so als Schleife gemacht. Aber ich finde auch dieses Set schön. Ich finde es sehr schade, dass es keine Taschen hat. Das wäre perfekt, wenn es Taschen hätte. Ich bin tatsächlich ein bisschen unsicher bei dem hellen. Nee, es ist viel zu schwer kombinierbar. Es
fällt mir auf, dass es hier nicht so sitzt. Und es ist halt transparent, ne? Es ist jetzt voller Film, irgendwie BHs und Unterwäsche. So unten, finde ich, geht's noch, aber für oben ist es immer so ein Film, so helle Sachen, das zu finden. Und ich finde, wenn man die Beine schließt, das mache ich hier gar nicht, sieht so aus. Fiel mir beim Schwarzen jetzt nicht so auf. Klar, ich könnte auch so machen. Aber ja. Ich will so mehr für zu Hause so coole Sachen haben. Und da habe ich so ein paar gefunden halt und bestellt. Oh, das könnte was Cooles sein. Das ist, ich glaube, fühlt sich an wie so ein schönes Jersey. Das ist völlig okay. Und dazu einfach diese Radlerhose. Viel zu Hause und wenn ich drehe, filme und so, ich will nicht immer meinen kaputten Klamotten da rumhängen. Und die müssen echt mal aussortiert werden. Einmal das hier. Habe ich das auch für zu Hause, glaube ich, bestellt. Ja, das ist ein bisschen ein etwas schickerer. Also, das sieht so ein bisschen rosa aus in der Kamera. Es ist eigentlich so ein ganz dunkles Graugrün und hat in der Mitte auch noch so eine Naht. Da muss ich auch mal gucken, ob ich es mag oder nicht. Das ist auf jeden Fall der Zweiteiler und ich werde den auch behalten, weil ich ihn wirklich schön finde. Ich finde, er ist wirklich schön, Leute. Also ich zeige euch mal die Hose kurz im Spiegel. Die hat unten diese Öffnung, so. Und ich finde es wirklich einen schönen Zweiteiler. Vielleicht einmal ganz kurz mit Licht. Das ist der. Das ist so ein ich gehe jetzt am Sonntag spazieren oder mal spazieren. Oder ich fahre jetzt zu einer Freundin oder so. Finde ich sehr entspannt. Also ein sehr entspannt. Das ist jetzt, keine Ahnung, Jersey mit Baumwolle oder sowas gemischt. Die Farbe ist wirklich dunkles Graugrün. Also es ist schon sehr nah an dem, was ihr gerade sehen könnt. Also ich mag auch die Ärmellänge. Ist wirklich schön. Einfach Sonnenbrille an, Spaziergang machen oder so. Ich will auch gerne für solche Sachen schick aussehen. Ich habe wirklich Dinge, die müssen einfach aus meinem Kleiderschrank raus. Ihr wisst ja, dass für mich nicht immer High-End drinstehen muss. Das ganze Gesamtpaket muss High-End sein. Es gibt Marken, die sehr, sehr teuer sind, zu denen ich mich nicht wie heißt das? Ich fühle mich denen nicht hingezogen. So. Ja, also es gibt auf jeden Fall immer von Low-Budget-Produkten Dinge, die ich sehr gerne mag, die für mich sich einfach High-End anfühlen und in denen ich mich super fühle. Also ich fühle mich jetzt in dem Teil mega gut. Ich werde jetzt die Sachen gleich waschen, damit ich sie direkt morgen tragen kann. Dann habe ich noch diesen Zweiteiler, den fand ich auch sehr, sehr schön, so Grashüpfergrün und so ein bisschen stretchy, habe ich das Gefühl, ja. Und dazu kam noch die Hose, die passende. Da bin ich auch gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Und ein letztes Teil, genau, es war auch so ein Haus-Zweiteiler. Jetzt einmal hier das Shirt, das fühlt sich auch ganz okay an. Mit der Hose fühlt sich auch beides gut an, also. Ja, das fand ich auch sehr entspannt, ne, für zu Hause. Dann kann man auch als Pyjama nehmen von mir aus. Hier haben wir den chilligen Zweiteiler und er fühlt sich wirklich sehr chillig an. Also das ist auch so ein Teil, was bleiben darf. Ich mir gerne auch noch in mehreren Farben bestellt, aber ich bin immer so unsicher, kann man das jetzt kaufen? Ist es schön, ist es chillig oder ist es wie ein paar andere Sachen eher so plastisch? Ich mag, dass die Ärmel lang sind. Ich finde, das trägt irgendwie den Körper nochmal schön und es fühlt sich auch sehr luftig an. Also hier oben hat es wirklich 3 Millionen Grad und es fühlt sich einfach schön an. Ja, das ist meine Ausbeute, Leute. Einmal umdrehen. Hier ist wieder eine Bombe explodiert. Ich wirklich habe das Gefühl, ich bin nur dabei, diesen Raum aufzuräumen. Könnt ihr seht ihr das? Also hier, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier. Oh mein Gott. Ein bisschen Realität. So sieht es wunderschön aus, aber hinter den Kameras. Also ich werde jetzt mal gucken, ob die Hunger haben. Und mal gucken, ob wir dann irgendwie was kurz machen. Ich habe noch ein bisschen was von Every da. Und das kann man einfach in die Pfanne hauen. Alles vegan und geht schnell und easy. Ich freue mich so auf dieses Buch. Ich würde heute Abend am liebsten zu Hause bleiben und dieses Buch lesen. Ja, ich habe gestern schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich müsste lieber zu Hause bleiben und entspannen. Aber ich habe meine Mädels schon so lange nicht gesehen. Das ist eine Zwickmühle. So, Leute, ich habe hier 3 verschiedene Sorten von Every. Das ist einmal Pasta Carbonata, Pomodoro Passion und Asian Twist. Und das sind alles vegane Nudelsorten und ja, die muss man einfach nur in der Pfanne mit etwas Öl oder Wasser aufkochen. So, hier ist einmal Pasta Nummer 1, hier ist einmal Pasta Nummer 2 und hier ist einmal Pasta Nummer 3. Pippa, ich habe gerade ein Foto gemacht mit diesem Zweiteiler von Shein und ich muss sagen, ich finde ihn überraschend gut. Es ist der Zweiteiler. Schön. Also er, muss ich sagen, trägt auch ein kleines bisschen auf durch die Streifen, aber ich finde es nicht schlimm. So, ich finde es wirklich schön und entspannt. Ich habe dazu so gelb kombiniert und so ein bisschen fröhlichere Farben. Hier sind auch noch so gelbe Sandalen, die sind von Minelli. Und ich habe zum Beispiel auch noch hier diese grüne Spange, die ist von The Hair Bliss. Und mein Schmuck kann ich euch auch verlinken, ist von Louisa. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausspreche, aber das sind Ohrringe dazu, die ich übrigens extrem schön finde. Und ich mag das sehr, sehr gerne. Es hat ganz kurz geregnet und eine ganz, ganz leichte, frische Brise weht hier gerade durch das Fenster. Und das macht mich so glücklich. Diese
Sonne scheint so ein bisschen hier rein. Es ist so ein bisschen, ganz bisschen nass draußen und es soll die ganze Nacht regnen, was mich natürlich sehr freut, weil es einfach viel zu warm ist. Ja, ich habe jetzt gerade den Rest für euch abgefilmt, die ganzen Snippets, die ihr gerade gesehen habt mit den getragenen Teilen. Ich bin völlig außer Atem und wollte diesen Vlog beenden. Freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Ich habe nämlich schon ein Paket hier mit sehr, sehr tollen Teilen. Also, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.